Hallo, ich bin Jean-Baptiste. Ihr müsst auf Berlin Music TV. Ihr schaut traurig durch die Scheiben. Hallo JB. Erstmal zu deinem ersten Release. Am 11.06. ist ja dein erstes Album in der Stadt erschienen. Von welcher Stadt redest du denn? Von Berlin. Das haben wir uns natürlich schon denken können. Man hört ja unschwer, dass du Franzose bist. Deshalb erzähl doch mal, wie du überhaupt, wie es dich nach Berlin verschlagen hat, was du vorher gemacht hast und wie du hier Fuß gefasst hast. Okay, also ich habe Jura studiert erstmal und nach 2 Jahren Arbeiten im Vertrag Krachsachen, das war mir zu viel und ich brauchte Abwechslung, Tabette wechseln und da bin ich nach Berlin gekommen, wie viele andere Franzosen. Ich habe sofort angefangen, Hausmusik zu produzieren, ganz lange. Und schließlich Werbungen und Musik für Filme, bla bla. Und jetzt mache ich Popmusik zum ersten Mal. Wie lange bist du jetzt schon in Berlin? Es macht knapp 10 Jahre. Auf deiner Internetseite musikvonjb.de steht, deine Lieder sind deutsch-französische Disco-Pop-Chansons, stilistisch zwischen Stereototal und Zweiraumwohnung. Sind diese Bands für dich auch Vorbilder oder Einflüsse? Nein, sind sie überhaupt nicht. Mein Einfluss kommt mehr aus Funk, Stevie Wonder, Soul, Curtis Mayfield, Sachen wie das, ja. Das Album umfasst 14 Songs. Das ist größtenteils Sprechgesang, Deutsch mit französischem Akzent. Und ich würde auch sagen, das ist so Elektropop. Würdest du denn sagen, dass deine Musik ohne deinen französischen Akzent überhaupt funktionieren würde? Das ist mir bekannt, dass der Akzent etwas dazu bringt, natürlich. Und ich versuche es auszunutzen. Man darf zum Beispiel andere Sachen sagen, was kein Deutscher sagen würde. Und naja, diese Freiheit nutze ich natürlich. Ja? Ist doch klar. Am 11.06. war nicht nur dein Record-Release, sondern auch dein erstes Video-Release zu dem Song Liebe mit dir. Ja, erzähl doch gleich mal, worum es geht in dem Song und in dem Video. Also Liebe mit dir, da bedient man wirklich absolut alle Klischees. Ich bin Südländer, bla bla. Und es geht um einen Typ, der in der Disco landet. Also nicht in dem Video. Aber das Thema des Liedes ist das. Also der Typ landet in der Disco und quatscht eine Frau voll, natürlich. Ja. Und sie kriegt keine Luft mehr und am Ende soll sie ausschließlich mit zu ihm fahren. Voilà, das ist das Lied. Und siehst du dich selber auch als so einen frauenverführenden Südländer? Weil meine Freundin das sieht nicht. Also ich sag mal ein paar Schlagwörter so von deinem Album. Also es geht um die Stadtliebe und die Liebe zu Berlin. Es kommt viel Sommergefühl rüber, Liebe an sich natürlich. Aber auch Songs übers Kickern, übers Schaukeln und über Kosmonauten. Also ich finde deine Liedtexte wirklich sehr, sehr narrativ. Erzählst du da auch teilweise von dir? Nicht wirklich, nee. Aber es geht nur um Party, nur um Party. Also ich finde einfach ein Thema, was immer sehr leicht ist, lustig. Und damit bastle ich etwas. Aber das ist nicht, das ist keine Autobiografie oder so. Das ist rein Zufall. Wo nimmst du die Ideen für Songtexte? Also die Ideen kommen teilweise einfach so. Sonst schreiben wir mit meiner Freundin zusammen die Texte. Und das mit den Kosmonauten war ein Zufall. Wir haben einfach eine doofe Sendung gesehen und wir dachten, naja, wir haben uns einfach ein Video vorgestellt. Und dachten, wir sind in einer Ente. Und überall Disco-Kugeln und naja, wir bauen Scheiße im Hall. Von daher, das war die Kosmonauten. Und das Refrain mit alle Leute im Hintergrund, ja, voilà, das ist das Lied. Der Titelsong ist ja In der Stadt. Ist das dein Lieblingssong von der Platte? Das ist nicht unbedingt mein Lieblingssong. Der Remix gefällt mir sehr, passt aber allerdings nicht für eine LP. Aber der Remix finde ich richtig cool. Möchte ich gern irgendwann mal rausbringen können. Und naja, es geht darum, dass wir leben in der Stadt, wir sind viele und die Platte ist positiv und ich wollte, dass die Leute aus der Stadt das machen. Winter ohne schwingende Röcke und ohne Fahrradfahren? Ja, aber du kennst die Magie in Berlin, ne? Man freut sich auf den Winter auf alle Fälle, aber wenn der Frühling kommt,
das ist so cool und alle Leute sind auf die Straßen und das ist einfach super nett und alle Touristen kommen überall aus Europa und sind komplett von Berlin fasziniert, ich auch. Ich meine, ich hatte auch damals Urlaub gemacht und diese Magie existiert meiner Meinung nach nur in Berlin. Ich habe es nirgendwo anders entdeckt. Von daher, ich wollte es aussuchen als Albumtitel. Was ist denn dein Lieblingssong vom Album? Mein Lieblingsstück ist Keine Sorgen, weil diese Magie aus dem Sommer passiert auch im Winter in dem Lied. Und das finde ich schön. Wir werden zuerst die Gasrechnung bezahlen. Du übernimmst die Suppe, ich back Plätzchen. Wir klauen einen Weihnachtsbaum im Grünewald. Tanzen bei minus 5 auf der Autobahn. Für wen schreibst du denn deine Songtexte? Hast du eine Art Zielgruppe? Für die Leute. Für die Leute, wirklich. Also ich glaube, die Musik ist ehrlich. Das war mir auch richtig wichtig. Es geht darum, dass die Leute die Platte hören und einfach glücklich werden. Das ist es. Also die Musik ist für die Leute. Du machst ja wirklich alles selbst. Welche Instrumente beherrschst du eigentlich und wie kam es dazu? Also mein Lieblingsinstrument ist Bass. Ich spiele gern Gitarre, seit lange. Und ich habe Piano mit 7 angefangen und Chor auch mit 7. Mir sind auch ein paar Sinti-Sounds auf dem Album aufgefallen. Viele Sintis, die auch sehr nach 80er klingen. Also da zeige ich die Leute etwas. Der Korg Polysix, der ist super. Also hast du ein Faible für Sinti-Sounds aus den 80ern oder ist das jetzt eher auch so ein bisschen so ein Aufspringen auf diesen Retro-Trend? Ich glaube, jeder Musikproduzent steht komplett auf Hardware aus den 80ern. Ich meine, sie klingen einfach super. Obwohl ich sehr viel VST benutze, aber das kann man nicht ersetzen. Ne? Das ist ein Bauwerk. Soll es denn ein Soloprojekt bleiben oder sind irgendwelche Kooperationen geplant? Also zum Beispiel, ich bin kreuzschlecht in Schlagzeug. Und bei Jazz am Swimmingpool hatte ich alles programmiert mit dem, auf dem Rechner. Und ich habe einen Schlagzeuger getroffen, der mir geholfen hat, Flo. Und gibt es auf der Platte manchmal ein paar Features. Also es soll schon eher dein Projekt JB bleiben. Ja, sein Ego-Trip. Und du hast ja auch bestimmt viele befreundete Künstler in Berlin kennengelernt. Gibt es denn da irgendwelche Kooperationen mit anderen Musikern, andere neue Projekte? Mit Bakaululu Soundlab machen wir jetzt Techno, ein Techno-Projekt. Einmal pro Woche treffen wir uns und machen absolut böse Techno. Wenn du jetzt mal wirklich rumfantasierst, das wäre dann ein absoluter Traum. Also wenn die Leute gnädig sind, kaufen sie alle die Platte. Dann bin ich sehr reich und kaufe mir eine Insel. Und dann mache ich weiterhin Musik. Es geht darum. Viele Kinder und viel Musik. Was ist dir denn lieber, das auf der Bühne zu stehen oder die Arbeit im Studio? Ich mag beide gern, aber die Live-Auftritte sind ein super Kick. Ich liebe das. Ich bin kein Hobby-Musiker, sondern ich liebe es. Aber das ist keine Facette, sondern ich liebe es jeden Tag, hundertprozentig. Ich wache auf und ich sitze sofort am Rechner. Das ist meine Droge. Das ist, ich habe kein Privatleben. Das ist die Musik. Super.